Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Bookopolis. Und heute möchte ich mit euch meinen Jahresrückblick 2022 machen, ein wenig über Statistiken sprechen und anschließend euch, wie ihr hier diesen für mich relativ hohen Stapel sehen könnt, über meine Jahreshighlights sprechen. Ich habe mich auf 10 plus 1 Bücher beschränkt. Die haben aber keine Reihenfolge. Es ist einfach, die 10 Bücher waren die 10 besten Bücher aus meinem Jahr 2022. Und ja, beginnen wir dann einfach mit der Statistik. Um mir genauer die Statistik mit euch gemeinsam anzuschauen, habe ich hier mir mein altes Book Journal rausgesucht aus dem Jahr 2022. Und wenn ich ehrlich bin, war ich relativ fleißig, besonders am Anfang und am Ende des Jahres. In der Mitte habe ich das so ein wenig schleifen lassen. Dementsprechend sind Angaben soweit ohne Gewähr. Es kann sein, dass das ein oder andere Buch irgendwie untergegangen ist. Aber also eigentlich geht es darum, dass die Bücher, die ich abgebrochen habe oder so, dass da einige fehlen könnten. Aber alles andere habe ich eigentlich immer sehr gewissenhaft eingetragen. Und zwar möchte ich mit euch einfach mir, ich zeige euch hier jetzt einmal die Auflistung meiner Lesemonate, und zwar wie viele Bücher ich gelesen habe. Und zwar habe ich im Januar 10 geschafft. Ich glaube, ich sage euch einfach die Seiten gleich mit dazu. Mit 4.304 Seiten, im Februar 6 mit 3.004 Seiten, im März 5 mit 2.069 Seiten. 2.769. Im April waren es 7 Bücher mit 3.728 Seiten. Im Mai 5 Bücher mit 2.032 Seiten. Im Juni 7 mit 3.474 Seiten. Im Juli 3 mit 1.344 Seiten. Im August 5 mit 2.288 Seiten, im September 10 mit 4.249 Seiten, im Oktober 15 mit 5.937 Seiten, im November 10 mit 4.717 Seiten und im Dezember 15 mit 5.348 Seiten. Und insgesamt müssten es 37.670 Seiten sein. Folgendes. Ich habe jetzt die Zahlen hier nicht zusammengerechnet, die ich mir hier über das Jahr im Book Journal notiert hatte, sondern diese Gesamtseitenzahl ergibt sich aus Rido. Und zwar habe ich da alle Bücher, die ich in dem Jahr gelesen habe, eingetragen. Und dementsprechend kam dann diese Seitenzahl raus. Also die Bücher, die ich jetzt im Dezember noch angefangen hatte, aber nicht beendet habe, die von der Bücherzahl nicht mit in die Statistik kamen, aber die Seiten, die ich gelesen habe, sind halt hier jetzt mit eingerechnet. Ich werde das für nächstes Jahr komplett mit Rido machen. Da werde ich euch auch bessere Grafiken einblenden können. Jetzt müsst ihr damit Vorlieb nehmen. Und ich glaube, da ist die Zahl 37.670 am ehrlichsten. Und mein bester Monat war, wie ihr sehen könnt, Oktober und November und mein schlechtester der Juli. Liegt einfach daran, dass ich im Sommer einfach generell weniger lese. Das war bis jetzt immer so. Ich habe im Sommer so Juni, Juli, August rum immer so ein kleines Loch. Da lese ich nicht so viel. Das war bisher die Jahre davor auch so und dementsprechend ist das auch nichts Neues. Insgesamt habe ich 95 Bücher geschafft zu lesen und mein Goodreads-Ziel und später dann auch Rido-Ziel lag bei 80 Büchern, die ich dementsprechend übertroffen habe. Und somit habe ich mir für das Jahr 2023 100 Bücher auf meine Challenge gelegt, denn es ist ja immer noch eine Challenge. Ich möchte mich herausfordern und es ist jetzt das zweite Jahr, dass ich über 90 Bücher lese. Und jetzt würde ich super gerne mal die 100 knacken. Ja, genau, das wollte ich nur mal anmerken. Dann möchte ich mit euch ganz kurz über die gekauften Bücher sprechen. Und zwar habe ich insgesamt 253 Bücher gekauft. Wie sich das zusammensetzt, dass ich auf einen Sub von 264 komme, habe ich keine Ahnung. Das bedeutet, dass ich alle Bücher, die ich vorher da hatte, gelesen habe oder aussortiert. Ich habe hier einige Bücher aussortiert. Die habe ich hier aber nicht eingetragen und ich weiß auch nicht, ob ich das in Zukunft machen werde, weil ich die Bücher einfach, weil ich die Bücher meistens sehr schnell einfach raus und weg. Und zwar habe ich im Januar 14 Bücher gekauft, im Februar 17 Bücher, im März 23, im April 26, im Mai 27, im Juni 17, im Juli 12, im August 10,
im September 18, im Oktober 18, im November 39, im Dezember 32. Es sind verdammt viele Bücher und das möchte ich auf jeden Fall dieses Jahr ändern. Es sind viel zu viele Bücher und ich komme ja gar nicht hinterher, die zu lesen und dann verliere ich so schnell das Interesse daran. Mir kam jetzt gerade die Idee, eigentlich wollte ich einfach nur weniger Bücher kaufen, aber dass ich mir vornehme, dass ich in jedem Monat, zum Beispiel, ich habe jetzt im Januar 14 Bücher letztes Jahr gekauft, dann darf ich dieses Jahr nur 7, da bin ich jetzt schon drüber, aber die Idee kam mir halt jetzt. Ich würde ab Februar anfangen, das heißt, ich darf im Februar, da habe ich 17 Bücher gekauft, gehen wir runter auf 16, nur 8 Bücher kaufen. Ob ich das hinkriege? Das wäre mal so eine Idee. Ob ich das wirklich durchsetzen werde, weiß ich nicht. Aber allgemein gilt, dass ich dieses Jahr auf jeden Fall weniger Bücher kaufen möchte. Und wir können das ja mal für nächstes Jahr uns mal vormerken und vielleicht dann vergleichen. So, kommen wir jetzt nochmal zu den gelesenen Büchern. Da habe ich einmal 27 angefangene Reihen und 13 beendete Reihen. Ist schon eine gute Zahl, würde ich behaupten. Aber wenn man überlegt, dass ich 27 Reihen angefangen habe, das ist... ja, knapp die Hälfte habe ich nur beendet und ich hatte ja noch Reihen von vorher. Aber ich habe auch noch 14 Reihen fortgesetzt. Ja, bei den fortgesetzten Büchern habe ich tatsächlich nur die Reihen genommen, bei denen es auch eine Fortsetzung gab. Also wenn jetzt zum Beispiel sowas wie Crave, ja, oder wenn ich jetzt zum Beispiel eine Trilogie gelesen habe und da habe ich Band 2 und Band 3 gelesen, dann habe ich das zu beendete Reihen und zu fortgesetzte Reihen gezählt, weil der zweite Band ja eine Fortsetzung war. Abgebrochen habe ich 4 Reihen, wenn das hier richtig gezählt ist. Und abgebrochene Bücher habe ich hier 1 notiert. Wobei mir fällt gerade ein zweites, das habe ich jetzt noch Ende Dezember abgebrochen. Und ja, auf die Bücher, die ich abgebrochen habe und so, gehe ich nicht ein, weil die sortiere ich immer sofort aus. Und ich spreche da auch nie drüber. Also ich habe noch nie über abgebrochene Bücher gesprochen. Aber ich breche Bücher ab. Ich breche Bücher ab, wenn sie weniger als 3 Sterne haben. Also wenn ich merke, ich muss mich durchquälen, dann mache ich das gar nicht. Ich habe so viele Bücher hier auf meinem Sub. Ich habe keine Zeit für Bücher, die mich nicht überzeugen können. So, das war jetzt im Großen und Ganzen meine Statistik. Ich bin sehr gespannt, wie sich das dieses Jahr gestalten wird. Mein Lesemonat Januar läuft bisher ziemlich gut. Es läuft genauso wie meine letzten 3 Monate im letzten Jahr. Überraschenderweise sehr, sehr gut. Und ich hoffe, dass sich das übers Jahr auch weiter so zieht. Dann schaffe ich die 100 Bücher auf jeden Fall und werde meinen Sub hoffentlich irgendwie reduzieren können. Also ich müsste eigentlich, wenn ich so weiterlese wie im Oktober, November, Dezember, dann könnte ich es sogar schaffen, dass mein Sub sich nicht, dass er nicht wächst. Dass er vielleicht nicht unbedingt sinkt, aber dass er auch nicht wächst. Mal schauen, darüber sprechen wir aber dann nächstes Jahr. Ich möchte jetzt nicht aber, dass sich der ein oder andere von euch unter Druck gesetzt fühlt oder sowas, weil ich jetzt so viele Bücher gelesen habe. Es gibt Leute, die wesentlich mehr lesen als ich und es gibt auch Leute, die wesentlich weniger lesen als ich. Und das ist auch total unwichtig, denn jeder hat einen ganz anderen Alltag, einen anderen Tagesablauf. Jeder hat andere Prioritäten, die er setzt und dementsprechend kann ich es absolut nachvollziehen. Und es ist auch absolut okay, wenn der eine nur weniger Bücher schafft oder der andere mehr schafft. Außerdem ist die Geschwindigkeit, in der wir lesen, ja bei jedem unterschiedlich und das macht auch noch mal einiges aus. Lesen ist für mich mein größtes Hobby, dementsprechend stecke ich da auch sehr viel Zeit hinein und deswegen komme ich auch dazu, so viel zu lesen. Andere haben halt, keine Ahnung, ich bin jetzt zum Beispiel ein Mensch, der nicht gerne und nicht oft ausgeht. Ich gehe aus, ich bin auch regelmäßig unter Freunden, unter meiner Familie, aber ich bin jetzt eher ein Mensch, der lieber Zeit für sich braucht und eher zu Hause ist. Und dadurch, dass ich auch nur einen Basisjob habe, also eine geringfügige Beschäftigung, bei der ich 35 Stunden im Monat habe, arbeite ich auch nicht viel. Und neben Haushalt und so schaffe ich dann auch immer wieder ein Hörbuch zu beenden, die ich in meine Statistik mit einbeziehe. Also bei mir zählen gehörte Bücher als gelesene Bücher, denn ich habe die Geschichte ja genauso erfahren. Vor allem, weil ich immer darauf achte, ungekürzte Fassungen zu hören. Und dementsprechend sind die auch mit reingezählt. Das heißt, es kann sein, dass ein Drittel aller Bücher, die ich jetzt da eingetragen habe, ja, nicht vielleicht in dem Jahr, vielleicht nicht ein Drittel, das wird wahrscheinlich jetzt dieses Jahr ein bisschen mehr werden, aber Minimum ein Viertel aller Bücher, die ich gelesen habe, sind Hörbücher gewesen. So,
Aber jetzt kommen wir zu den ganz interessanten Sachen, weil die Statistik interessiert vielleicht nicht jeden von euch, aber ich möchte in diesem Video auch mit euch über meine 10 besten Bücher aus dem Jahr 2022 sprechen. Die haben jetzt keine Reihenfolge, ich habe die einfach aus dem Regal, habe die auf diesen Stapel drauf und werde euch jetzt sie einfach von hier oben runterziehen und euch die Bücher vorstellen. Ich werde euch wahrscheinlich nicht zu jedem Buch so 100% was sagen können, denn teilweise sind Bücher sehr lange her. Eigentlich sind sie mir auch noch sehr, sehr stark im Kopf geblieben. Also kann ich euch eigentlich zu den meisten Büchern was sagen. Aber falls da es doch Erinnerungslücken gibt, nimmt mir das nicht übel. Ich weiß nur, wenn ich diese Bücher sehe, die haben was in mir hinterlassen. Die haben irgendeinen Eindruck bei mir hinterlassen, den ich super, super toll fand. Und dementsprechend reden wir über meine 10 plus 1 Highlights im Jahr 2022. Das erste Buch auf diesem Stapel ist von Madeline Miller, Das Lied des Achill. Und wer mich regelmäßig verfolgt und alle meine Vlogs gesehen hat, der weiß ganz genau, dass das ein Buch war, bei dem ich der Hype gepackt hatte. Und zwar habe ich mich die ganze Zeit davor gedrückt, diese Geschichte zu lesen, denn ich wusste nicht, ob das so wirklich mein Ding ist und habe die ganze Zeit gedacht, oh nee, irgendwie nicht wirklich. Und dann war der Hype so groß, dass ich dieses Buch überall gesehen habe und auch jedes Mal die Prämisse und die ganzen Rezensionen dazu gesehen habe. Und dann bin ich an einem Tag einfach losgefahren, habe dieses Buch gekauft, habe es begonnen und habe es durchgesuchtet. Ich glaube, in 2 Tagen habe ich das durchgesuchtet. Und es war wunderbar. Ich habe dieses Buch geliebt. Es ist zu einem Highlight geworden. Es ist hat sich in mein Herz geschlichen. Die Geschichte, wir begleiten in das Lied des Achill Patroklos. Und Achill Patroklos, der durch einen Unfall in seiner Kindheit zu dem Vater von Achill kommt, weil er von seiner Familie verbannt wird und der Vater von Achill nimmt Kinder auf, die ausgestoßen werden und dementsprechend trifft er auf Achill und die beiden, zwischen denen entsteht eine ganz besondere Art von Freundschaft und Anziehung und dieses Buch hat mein Herz gebrochen, dieses Buch hat mich mitgerissen, dieses Buch hat mir die griechische Mythologie auf so eine Art und Weise interessant gemacht, wie ich das niemals gedacht hätte. Der Schreibstil von Madeline Miller hat mir so, so gut gefallen. Ich habe mich in die beiden Charaktere verliebt. Ich habe mit ihnen gefühlt, vor allem wir lesen hier aus Patroklos Sicht. Und oh, mein Herz, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich habe es geliebt, es hat mich mitgenommen, es hat mich zerrissen, es hat... Oh, dieses Ende hat mich fertig gemacht. Ich habe es wirklich so, so sehr geliebt und es ist auf jeden Fall eine Empfehlung und ist dementsprechend auch sofort auf meine Highlight-Liste gewandert. Und ich glaube, wir müssen nicht darüber sprechen, dass dieses Buch wunderschön ist. Das nächste Buch, beziehungsweise die nächsten beiden Bücher, die hier auf meinem Stapel liegen, sind die ersten beiden Bände zu Lainey Taylor, Strange the Dreamer. Und ich zeige euch hier beide, weil es ja eigentlich... ein Band ist. Also das Buch wurde in 2 geteilt, aber eigentlich ist das ein Band. Und deswegen zeige ich euch hier beide. Und ich habe ja jetzt im Dezember noch den ersten rereadet, aber ich habe ihn nochmal gehört als Hörbuch und habe dann zum zweiten Band gegriffen. Und das hat mich wieder so sehr mitgerissen. Dieser Schreibstil von Lainey Taylor ist einfach der Wahnsinn. Er ist sehr malerisch, sehr poetisch, würde ich nicht unbedingt sagen, aber sehr malerisch und sehr märchenhaft, sehr träumerisch und er passt einfach so perfekt zu dieser Geschichte, die sehr verträumt ist. Wir haben hier Laszlo Strange, der als Waisenjunge bei Mönchen aufgenommen wird und später dann als Bibliothekar arbeitet. Und er ist total besessen von einer Stadt namens Weep, die eigentlich mal anders hieß, aber plötzlich ist der Name der Stadt in allen Gedächtnissen gelöscht worden und durch Weep ersetzt worden. Und Laszlo will rausbekommen, womit es auf sich hat mit dieser ganzen Sache. Vor allem, da irgendwie scheinbar auch alle ganz vergessen haben, dass diese Stadt existiert. Es ist nur noch eine Legende. Und er ist aber davon überzeugt, dass diese Stadt existiert und bekommt auch eines Tages die Möglichkeit, in diese Stadt zu reisen. Und es ist Wahnsinn, wenn ich jetzt überlege, was alles hier im zweiten Buch passiert ist, in welche Ausmaße diese Geschichte jetzt schon genommen hat. Da bin ich umso neugieriger auf Muse of Nightmares und ich kann euch sagen, diese Geschichte, ein Meisterwerk der Autorin und ich habe es so, so sehr geliebt und so, so sehr genossen
Und dementsprechend hat auch diese Reihe bzw. der erste Band es geschafft auf meine Highlightenliste. Dann haben wir hier ein Buch von einer Self-Publisherin und zwar von Jella Banks. Ewig und wir Sommernachtsträume. Das ist der erste Band einer Reihe und dieser Band hat mich so überrascht. Ich habe dieses Buch bestellt, nachdem ich das bei einer Booktuberin gesehen habe, dass sie es erwähnt hat, dass das Buch erscheint und ich habe es mir direkt vorbestellt, weil es eine Romeo und Julia Adaption ist und ich umso neugieriger war und da mich auch noch dieses wunderschöne Cover angesprochen hat, ist das Buch bei mir eingezogen und wurde auch relativ schnell dann gelesen. Und auch wenn dieses Buch nicht perfekt ist, also das Buch ist auf keinen Fall perfekt, hat dieses Buch mich so mitgerissen und so einen Eindruck bei mir hinterlassen, dass ich es nicht mehr aus meinem Kopf bekommen habe und dass ich das Buch so schnell durchgesuchtet habe. Ich konnte die Protagonisten hier einfach nicht loslassen. Ich war gefangen von ihnen. Ich habe gefühlt, was sie gefühlt haben. Ich habe das alles so verstanden. Und wie gesagt, dieses Buch ist keinesfalls perfekt. Es ist einfach nur ein Buch, das mit dem Schreibstil von Jella Banks einfach nur etwas in einem hinterlässt, das genau so stelle ich mir eine Romeo und Julia Adaption vor. Das war für mich einfach genau das, was ich gebraucht, genau das, was ich gewollt habe. Und ich freue mich riesig auf den zweiten Band. Ich hoffe, dass sie sich nicht allzu viel Zeit lässt, denn ich bin so neugierig, wie die Geschichte mit den beiden weitergeht. Und wir haben hier Maya und Finn. Maya gehört zu den Freaks und Finn zu den Yuppies. Und die beiden sind total entgegengesetzt dementsprechend. Maya gehört zu einer Gruppe von, Menschen, die sehr besinnt. Wie nennt man das, sehr, sehr bewusst leben, also die der Welt sehr bewusst sind, die der Natur sehr bewusst sind, die nicht viel mit Technik am Hut haben, sondern sehr naturnah sind und verabscheuen dementsprechend die Yuppies, denn die Yuppies sind meistens Menschen aus elitären Bereichen, aus Finanzberufen und dementsprechend, stoßen die aneinander und das ist, oh mein Gott, ich habe es so geliebt. Ich habe es einfach so geliebt. Es ist mit dem Schreibstil von Jella Banks und ich glaube, das war auch das meiste, was mich überzeugt hat, denn sie kann diese Dynamik zwischen zwei Charakteren, diese Beziehung so greifbar, so realistisch schreiben, dass ich das so geliebt habe, dass ich einfach drin war, dass ich so gefesselt war von den beiden und dementsprechend hat auch dieses Buch es auf meine Highlight-Liste geschafft. Als nächstes, wer vielleicht schon das an Buchschnitt erkannt hat, möchte ich mit euch über Schattenthron reden, Erbin der Dunkelheit. Dieses Buch hat mich absolut überrascht. Ich habe von diesem Buch nicht viel erwartet und ich wurde so begeistert. Zuallererst, dieses Cover ist wunderschön. Außerdem haben wir hier einen wunderschönen Buchschnitt. Und wir haben hier unsere Protagonistin, die mit ihrem besten Freund gemeinsam lebt. Ich glaube, beide haben ihre Eltern verloren. Sie leben auf jeden Fall gemeinsam. Und man merkt so, beide haben am Anfang schon Gefühle füreinander, aber sind nicht wirklich offen miteinander und können sich nicht gegenseitig, die können nicht über diese Freundschaft Grenze drüber und keiner traut es sich so wirklich, dem anderen die Gefühle zu gestehen. Und dann gibt es eines Tages einen Vorfall, bei dem ihr bester Freund und ihre Liebe plötzlich getötet wird, beziehungsweise nicht wirklich getötet wird, sondern wird durch ein Wesen, das aus einer anderen Welt, aus einer anderen Dimension kommt, seine Seele geraubt und dementsprechend reist sie dann in diese Welt, um ihn zu retten. Und dort trifft sie, in diesem Reich trifft sie auf den Kronprinzen des Reiches, der ein Fae ist. Ich gucke gerade. Ich weiß gerade gar nicht, was das für eine Spezies ist, aber ich glaube, es waren Fae oder Feen-ähnliche Wesen. Und und es ist super spannend, was sich zwischen den beiden entwickelt. Mir hat diese Welt gefallen, die Autorin hier geschaffen hat. Und ich habe den zweiten Band auch schon zu Hause und es wird langsam höchste Zeit, den auch zu lesen. Und auch der Schreibstil war super, super gut. Ich habe, wie gesagt, nicht viel erwartet und ich habe dieses Buch durchgesuchtet an einem Tag oder zwei maximal.
Auf jeden Fall hat es mir sehr gut gefallen und ist somit auch auf meine Highlight-Liste gewandert. Und natürlich, wie soll es auch anders sein, von Lily Lucas, A Place to Grow. Und ich habe ja im letzten Jahr die neue Reihe von Lily Lucas begonnen mit A Place to Love. Und dann kam A Place to Grow raus und mir hat schon A Place to Love sehr gut gefallen. Und als ich dann begonnen habe mit A Place to Grow, dieses Buch habe ich auch an einem Tag durchgelesen. Also es sind eigentlich alle diese Bücher habe ich so gut wie an einem Tag durchgelesen. So gut wie. Denn auch dieses Buch hat mich so gefesselt. Und wir haben hier eine, wie nennt man das? Second Chance Liebesgeschichte. Denn unsere Protagonistin Lilac hier hat in ihrer Jugend eine kurze Liebschaft mit dem Nachbarn der Sohn der Nachbarfarm begonnen. Und eigentlich mögen sich die Familien gar nicht, aber ja, irgendwie kamen die sich immer näher und haben sich ineinander verliebt. Und dann hat Bo aber Lilac das Herz gebrochen. Und ist daraufhin auch weggereist. Und nach vielen, vielen Jahren kommt er jetzt zurück, um die Familienfarm zu übernehmen. Und die beiden treffen wieder aufeinander und dann schießen alle alten Gefühle wieder hoch. Und oh, es war Zucker, es war wunderbar. Ich meine, ich muss euch wahrscheinlich die meisten kennen, Lily Lucas. Und ich muss euch, glaube ich, nicht viel zum Schreibstil sagen. Sie hat einen wunderbaren Schreibstil. Man kommt so schnell durch die Seiten durch und außerdem ich konnte auch hier wieder diese Beziehung, diese Gefühle zwischen den Protagonisten so, so fühlen. Und ich liebe auch, wie sie immer diese Familie, also beziehungsweise die McCarthys, also die gesamte Familie, die Geschwister immer mit einbezieht und der Fokus aber trotzdem auf unserer Protagonistin und dem Love Interest liegt. Und ich habe es einfach auch geliebt. Es war sehr, sehr schön. Es war eine wundervolle Liebesgeschichte, eine Wohlfühl-Liebesgeschichte und trotzdem eine sehr emotionale, ich würde nicht sagen dramatisch, aber eine sehr emotionale Liebesgeschichte. Und es hat mir verdammt gut gefallen und deswegen hat auch der zweite Band von Lily Lucas neuen Reihe es auf meine Highlights geschafft. Kommen wir jetzt zu einem Buch, das so ein wenig umstritten behandelt wurde. Also nicht jeder hat es wirklich gemocht, aber mich hat es total überzeugt. Ich will mehr davon. Und deswegen seid ihr jetzt gefragt, wenn ihr Bücher kennt, die denselben Vibe, die dieselben Mut haben wie dieses Buch, was ich euch gleich zeigen werde, ab damit in die Kommentare. Ich brauche mehr davon. Und zwar handelt es sich um Punk 57. Und ich weiß, einige von euch finden die Geschichte absolut nicht gut. Aber mich hat sie total überzeugt. Dieses, ja, schon fast Bully-Romance war einfach, oh mein Gott, ich habe es so geliebt. Ich habe es einfach so geliebt. Solche Liebesromane sind genau mein Ding. Ich will mehr davon. Und wir haben hier unsere Protagonistin Ryan und unseren Love Interest Misha. Und die beiden müssen im Englischunterricht Brieffreundschaft schließen. Und dadurch, dass die Namen so undurchsichtig waren und so geschlechtsneutral, wurden aus Versehen, eigentlich soll Junge mit Junge, Mädchen mit Mädchen. Hier wurde das dann so vertauscht, dass zufällig Ryan und Misha, also Ryan ist das Mädchen und Misha ist der Junge, dass die zusammen als Brieffreunde eingeteilt wurden und die sollten sich einen Brief schreiben gegenseitig. Und nach diesem Projekt im Englisch sind sie weiter im Kontakt geblieben und haben sich ausgetauscht. Und mit der Zeit haben sich Gefühle zwischen den beiden entwickelt durch das Schreiben. Aber sie haben sich versprochen, sich niemals in Wirklichkeit zu treffen. Denn sie haben Angst, dass dieses Idyllische, dieses Wunderschöne, was sie ineinander sehen, dadurch kaputt gehen könnte. Und ihre ganze Freundschaft dadurch zerstört werden würde. Und dennoch passiert es dann so, dass Misha eines Tages Ryan sieht und sie ist überhaupt nicht das Mädchen, was er aus seinen Briefen kennt. Und dementsprechend ist er super enttäuscht. Und das verändert die ganze Dynamik der Geschichte. Und dennoch, es hat mir so, so gut gefallen. Es ist absolut, also ich kann verstehen, wenn Leute sagen, der Klappentext stimmt hier nicht ganz. Das ist doch wirklich so. Ich habe was ganz anderes erwartet und war dementsprechend noch überraschter und noch begeisterter und dementsprechend, ich habe es geliebt. Ich bin ehrlich, ich habe es geliebt. Und weiter geht's mit einem Buch, das auch unterschiedliche Meinungen hatte, aber die meisten, würde ich mal behaupten, haben es geliebt. Und zwar die neue Reihe von Jennifer L. Armentrout und zwar Blood and Ash. Und ach ja, ich hatte ja der erste Band so gefesselt, dass ich sofort zum zweiten gegriffen habe. Wir haben hier Poppy und sie ist die Auserwählte. Das bedeutet, dass sie den Segen der
Götter bekommt und dementsprechend kann sie somit ihr Volk vor den Bösen bewahren. Und als Auserwählte ist sie sehr einsam, weil sie darf von niemandem berührt werden, niemand darf mit ihr sprechen, sie darf von niemandem gesehen werden. Also sie läuft immer mit so einem Schleier und niemand darf mit ihr sprechen. Und eines Tages bekommt sie einen neuen Leibwächter und das ist Hawk. Und zwischen ihr und Hawk entstehen sofort so ein Knistern. Und die beiden, ja, da entwickelt sich dann was zwischen denen, was eigentlich Poppy nicht tun darf, was Poppy auf keinen Fall tun darf als Auserwählte. Und das ist so, so spannend. Ich habe es so, so geliebt. Ich hätte niemals gedacht, dass mir die Geschichte so gut gefallen würde, wie sie mir tatsächlich gefallen hat. Ich habe es gehofft, dass es in die Richtung geht, also beziehungsweise, dass es diese Atmosphäre hat, die sie dann auch am Ende hatte. Und deswegen hat mich das Buch total überzeugt. Auch wenn dieses Buch jetzt nicht unbedingt das beste Buch aller Zeiten war, das ich gelesen habe. Aber es hat trotzdem etwas in mir hinterlassen und hat in mir nachgehallt, sodass ich unbedingt auch direkt zum zweiten Band gegriffen habe. Und deshalb ist auch Blood and Ash auf meine Liste für die Lese-Highlights für 2022 gewandert. Zum Ende des Jahres habe ich zu einem Buch gegriffen, bei dem ich nicht wusste, was ich erwarten soll. Einfach weil es auch hier sehr gemischte Rezensionen gab und vor allem, weil ich in letzter Zeit sehr viel schlechte Rezensionen zu dem Buch gehört hatte. Und da habe ich gedacht, na komm, jetzt probierst du es einfach mal. Und es hat mich total überzeugt. Und zwar rede ich von A Touch of Darkness. Und viele fanden ja die Dynamik zwischen den Protagonisten absolut nicht gut. Aber ich habe Hades geliebt. Ich habe Persephone geliebt und ich habe die beiden zusammen geliebt. Es ist eine Hades- und Persephone-Adaption. Wir haben hier Hades, der einen Club besitzt, das Nevernight. Also er besitzt mehrere Clubs, aber das Nevernight gehört auch ihm. Und er schließt Wetten mit Menschen ab und verhandelt mit ihnen. Und eines Tages kommt Persephone in diesen Club und trifft auf Hades und schließt mit ihm eine Wette ab. Und sie soll Leben in der Unterwelt schaffen. Und obwohl sie die Göttin des Frühlings ist, gestaltet sich das für sie sehr, sehr schwierig. Und wir begleiten sie auf diesem Weg, wie sie aus dieser Wette rauskommen möchte, aber auch, wie sich ja die Beziehung zwischen ihr und Hades verändert. Und ich habe es geliebt. Ich habe dieses Knistern, dieses Hades ist aber, wie soll ich sagen, er ist kein richtiger Bad Boy, wie man sich das denkt, das muss ich euch sagen. Er wirkt erstmal wie ein Bad Boy, aber wenn man die Geschichte liest, sieht man, dass er absolut kein Bad Boy ist. Und ich habe es einfach geliebt. Ich habe es einfach geliebt. Auf jeden Fall hat es A Touch of Darkness auf meine Jahreshighlights-Liste geschafft. Und ich bin schon so neugierig auf den dritten Band, der jetzt Ende Januar erscheint. Das hat mir sehr gut gefallen. Es kann keine Jahreshighlights-Liste geben ohne Colleen Hoover. Colleen Hoover ist meine Queen. Ich liebe ihre Bücher. Ich liebe alle ihre Bücher. Die haben vielleicht Abstufungen. Manche sind besser, manche sind weniger besser. Beziehungsweise manche sind besser, andere sind sehr gut, aber nicht so gut wie Also ihr wisst, was ich meine. Ich finde sie alle sehr gut, aber es gibt halt welche, die finde ich dann noch mal ein bisschen besser. Und dieses Buch habe ich Ich habe zwei Bücher von ihr, mindestens zwei Bücher dieses Jahr gelesen. Und dieses hat mich so extrem berührt, dass ich so oft geheult hatte. Und zwar handelt es sich um Für immer ein Teil von dir. Und dieses Buch hat mich so mitgerissen. Ich habe so gefühlt. Es geht hier um unsere Protagonistin und sie verliert ihre große Liebe bei einem Unfall. Und das alles äußert sich dann so zu ihrem Nachteil, dass sie für den Tod, also beziehungsweise für den Tod ihres Freundes verantwortlich gemacht wird und ins Gefängnis kommt. Sie ist dann, glaube ich, 4 oder 5 Jahre im Gefängnis und bekommt dort auch ein Kind, beziehungsweise sie bekommt sehr am Anfang ihrer Haftstrafe ein Kind, das sie mit ihrem verstorbenen Freund, mit ihm entstanden ist. Und sie muss das Kind halt dann abgeben und es wächst bei den Eltern des Verstorbenen auf. Und als sie dann aus dem Gefängnis rauskommt, möchte sie natürlich Kontakt zu ihrer Tochter aufbauen. Und dann trifft sie auf Ledger. Das ist der beste Freund, glaube ich, war das der beste Freund von unserem Verstorbenen. Ja, da entwickelt sich was zwischen den beiden. Und wir begleiten hier unsere Protagonistin, wie sie versucht, ihre Tochter zurückzubekommen oder zumindest den Kontakt zu ihrer Tochter zu kriegen. Ich habe es so geliebt. Ich habe es so geliebt. Und auch dieses Buch hat es auf meine Jahreshighlights-Liste geschafft. Ich meine, den Schreibstil von Colleen Hoover finde ich immer super. Also ich komme immer so
schnell durch die Seiten, ich merke das gar nicht. Und ja, ich bin dann immer so drin in dieser Welt, dass ich auch die Bücher meistens von ihr in einem Tag durchsuchte, weil ich bin einfach, ich bin dieser Mensch und ich will wissen, wie es weitergeht. Ich fühle alles, was sie schreibt. Ich kann alles nachvollziehen, was sie schreibt und ich liebe einfach ihre Geschichten und für immer ein Teil von dir hat mich besonders berührt. Kommen wir jetzt zu dem letzten Buch und dann habe ich für euch noch ein extra Buch plus eins. Das ist jetzt, ich glaube, eine von den wenigen Fantasy-Reihen. Und zwar zeige ich euch zwei Bände, wobei ich zeige euch einfach den ersten Band, macht gar keinen Sinn. Und zwar handelt es sich um das Reich Nevernight von Jay Kristoff. Und ich habe schon gehofft, dass diese Geschichte mir sehr, sehr gut gefallen wird, weil wir hier das Thema Assassinen haben. Und ich liebe das Thema Assassinen. Und oh mein Gott, es war um so viel besser, als ich es erwartet hatte. Denn wir begleiten unsere Protagonistin Mia Corvere, die mit 10 Jahren ihre gesamte Familie verliert. Sie wird ermordet und sie verspricht, sich an den Menschen zu rächen, die für den Tod ihrer Familie zuständig waren. Und sie wächst dann bei einem Mann auf, der sie aufnimmt und ein wenig in Kampfkunst ausbildet. Und anschließend, als sie 16 ist, kommt sie dann in die Rote Kirche und wird vollends zur Assassinin ausgebildet. Wir haben hier im ersten Teil tatsächlich ein, ich würde schon fast sagen, Dark Academia Setting, beziehungsweise, weil wir hier auf dieser Schule sind, beziehungsweise dieser Roten Kirche, diese Akademie oder was das auch immer ist, in der unsere Protagonistin ausgebildet wird. Und der erste Band handelt auch absolut nur über diese Ausbildung. Und oh, ich habe es so geliebt. Ich habe es so geliebt. Es war sehr dunkel. Es war sehr, teilweise sehr grausam. Ich habe den Humor von Jay Kristoff geliebt, der sehr schwarz ist manchmal. Ich habe die Fußzeilen, die wir hier haben, die viele gestört haben, auch super gerne gelesen. Denn es hat einem die ganze Welt hier noch mal weiter geöffnet und man konnte sich noch mehr unter diesem ganzen Universum was vorstellen. Also man konnte sich wirklich vorstellen, wie die Welt da aussieht, wie die ganzen Regeln funktionieren. Es war einfach fantastisch. Der zweite Band, den habe ich hier. Ich wollte ihn euch auch zeigen. Ich zeige ihn euch jetzt einfach mit. Den zweiten Band habe ich auch letztes Jahr gelesen und der hat so ein bisschen Settingwechsel, aber der war auch genial. Und dementsprechend, glaube ich, werde ich auch die beiden jetzt euch einfach zeigen als Platz Nummer 10. Beziehungsweise es ist ja kein Platz Nummer 10, sondern als 10. Buch, das es auf meine Jahreshighlights geschafft hat. Und ich müsste jetzt endlich mal den dritten Band lesen. Ja, ich drücke mich ein bisschen davor, weil ich die Stimmung für diese Geschichte brauche. Vor allem, ich habe noch ganz genau im Kopf, was am Ende des zweiten Bandes passiert ist. Und ich bin irgendwie nicht bereit dazu. Aber ich müsste jetzt ganz bald mal lesen, werde dazu auf jeden Fall jetzt noch Anfang des Jahres greifen und die Reihe für mich beenden. Und diese Reihe wird auch wahrscheinlich für immer in meinem Bücherregal bleiben und einen Ehrenplatz haben, denn auch diese Reihe hat es auf meine Jahreshighlights geschafft. Und kommen wir jetzt zu dem Plus 1. Und zwar handelt es sich um eine Graphic Novel, die ich euch auch Ende des Jahres vorgestellt habe. Dazu ist bereits eine Rezension online, die werde ich euch verlinken. Und zwar handelt es sich um Demon in the Wood. Und ich habe das Grishaverse geliebt, da bin ich ehrlich. Also ich fand das eine Buch schwächer, das andere stärker. Und so im Großen und Ganzen war die Reihe ganz gut. Also es gibt schon bessere Reihen, aber sie war schon ganz gut. Es lag aber daran, dass es einfach viele Charaktere gab, die ich geliebt habe. Wobei die Protagonistin und der Love Interest nicht unbedingt dazu gehört haben. Ich konnte die Protagonistin einigermaßen ertragen. Den Love Interest habe ich nicht gemocht. Aber es gab genug andere Charaktere, die diese Geschichte für mich getragen haben. Und dementsprechend war ich umso neugieriger auf diese Graphic Novel. Und das ist die Vorgeschichte zum Grishaverse und behandelt die Geschichte des Dunklen. Und das war ein Charakter zum Beispiel, der es mir besonders angetan hatte in der Reihe. Und dementsprechend war ich sehr neugierig und mit diesem wunderschönen Zeichenstil hat es auch diese Graphic Novel auf meine Jahreshighlights geschafft. Ich musste euch dieses Buch einfach nochmal zeigen, denn ich habe es geliebt und ich möchte noch mehr in diesem Universum jetzt lesen. Der Dunkle war einer meiner Lieblingscharaktere aus der Geschichte. Aber ich mochte Nikolai zum Beispiel auch ganz gerne. Und da habe ich ja nochmal eine Dialogie, die ich lesen kann zu ihm. Und ich bin schon sehr, sehr neugierig. So, das waren meine Jahreshighlights und meine Statistik zum Jahr 2022. Ihr könnt mir ja in die Kommentare schreiben, welche Bücher euch besonders
im Gedächtnis geblieben sind, die euch irgendwie besonders berührt, euch besonders zum Nachdenken gebracht haben. Das schreibt mir doch gerne in die Kommentare, denn ja, ich bin sehr neugierig, welche Bücher bei euch die Highlights des Jahres waren. Und ich hoffe, wir sehen uns dann ganz bald bei meinem nächsten Video wieder und wünsche euch bis dahin noch eine schöne Zeit. Tschüss!